Hi Freunde, Mottenmann hier. In diesem Video sprechen wir über die Instanz Mechagon Werkstatt. Das ist quasi der zweite Teil von Mechagon. Ich werde euch jeden Boss einzeln erklären, ich werde euch die Packs einzeln erklären und ich werde auf alles, was schwer ist, besonders eingehen. Grundsätzlich finde ich, die Inni ist so im mittleren Feld, wobei der Endboss schon sehr schwer ist, meiner Meinung nach. Auch die anderen Bosse sind recht hart, aber man kann die Inni auf jeden Fall einfacher meistern als die meisten anderen Inis. Ja, wenn euch das Video gefällt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das würde mir extrem viel helfen. Genauso wie schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich lese mir alle Kommentare durch, egal ob eine Frage, Anregung. Wenn ihr das Video cool fandet, lasst es mich in den Kommentaren wissen und gebt mir gerne Feedback und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video verpasst. Gerade zu Dragonflight habe ich sehr viel geplant. Mount Guides, Pet Guides, zu schweren Quest Guides, zu den neuen Dungeons, zu den alten neuen Dungeons, zu Raids. Also es werden sehr viele Guides kommen. In Zukunft auch zu Dragonflight, aber auch zu anderen Spielen, wenn zum Beispiel bei Elden Ring das DLC kommt, erfahrt ihr das auf meinem Kanal und auch sehr viel Content dazu. Zusätzlich könnt ihr auch in der Beschreibung gucken, da ist mein Twitch verlinkt, geht einfach drauf, lasst ein Follow da und guckt vorbei, wenn ich nächstes Mal on bin, vielleicht können wir ja mal zusammen Key spielen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ja, und damit kann der Key beginnen. Meiner Meinung nach eine der mittleren Dungeons, wobei der letzte Boss hat es echt in sich. Ich glaube, ist mein Hassboss aller Bosse oder einer der Hassbosse, die ich habe. Weil ihr müsst einfach auf so viel achten. Naja, wir haben es trotzdem in Time geschafft. Wir machen den Key auf plus 18 und das Ganze plus 2. Und wie immer erkläre ich euch in dem Video, worauf ihr zu achten habt und was alles beachtet werden muss im Großen und Ganzen. Wenn ihr runterspringt, habt ihr mehrere Ads, die alle gleichzeitig getötet werden müssen. Da ist es sehr, sehr heilintensiv, gerade auch beim ersten Bossfight, sehr heilintensiv. Also unterstützt ja gerne euren Heiler während des Bossfights, dass ihr vielleicht mal ein CD zündet oder falls ihr Kieselsteine habt oder selber Heiltränke, benutzt die gerne, damit ihr den Heiler ein bisschen entlastet. Grundsätzlich aus allem rausgehen, was blinkt und die Bomben müssen relativ schnell fallen. So, wir haben hier eine Taktik gemacht, die habe ich vorher noch nie gesehen. Und zwar haben wir quasi durchgehend beide Adds zusammengetankt. Normal läuft das Ganze so ab, dass ein Add oder dass beide Adds auseinandergetankt werden. Der Gnominator, den wir gerade sehen, also der Wagen, der hat eh keine Agro. Der fährt einfach von alleine und fixiert keine Spiele an. Und der Platinprügler sollte vom Tank gezogen werden und zwar Richtung Hammer, dass er zwei Schläge bekommt. Ihr seht in meinem Addon hier oben Panzerung 2. Das heißt, der Bot, also der laufende Roboter, muss zweimal von einem Hammer getroffen werden. Ihr seht hier links diese Hammer. Da müsst ihr die Bosse drunter ziehen und dadurch verliert er seine Panzerung und kriegt mehr Schaden. Ihr seht hier den Düsenstrahl, das ist quasi die schlimmste Fähigkeit, die es während dieses Bossfights gibt. Hier auf jeden Fall mal ein Self-CD zünden, um den Heiler zu entlasten und als Heiler gerne hier CDs zünden, um einfach mal ordentlich durchzupumpen, denn sonst wipet die Gruppe gerne mal schnell. Währenddessen gibt es hier noch so Minigames und zwar seht ihr hier, das Feld ist aufgeteilt. Ihr habt ganz viele einzelne Platten und dazwischen immer Rillen und in den Rillen kommen so Sägeblätter. Achtet einfach mal drauf, entweder bewegen sie sich so im Kreis oder die kommen von oben und fahren runter. Den ganzen müsst ihr dodgen, das ist eigentlich relativ einfach. Ihr seht hier, die sie im Kreis sind. Ich habe sie in dem One, glaube ich, ein bisschen gejukt mit dem Dodgen, also nicht so gut hinbekommen. Wenn sie im Kreis sind, könnt ihr euch zum Beispiel in die Mitte stellen oder halt immer nach links und rechts laufen, wenn eins quasi, also hier, das ist jetzt vorbei, also können wir uns hier hinstellen und dann im Auge behalten, wann es wieder zurück ist, dann einmal kurz hochlaufen und so weiter. Oder halt, wenn sie von oben kommen, halt in die Mitte stellen, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, grundsätzlich solltet ihr gucken, dass wenn dieser Gnominator maximaler Schub einsetzt, er am besten unter dem Hammer landet, damit er auch einen Hammer auf den Kopf bekommt und auch gestunt wird. Und ich weiß gar nicht, ob er mehr Schaden bekommt. Auf jeden Fall solltet ihr gucken, dass diese Hammer immer zu eurem Gunsten eingesetzt werden und die beiden Adds darunter sind, so wie es hier jetzt gerade der Fall ist. Und die Hammer ordentlich draufhauen können. Ihr seht, der Düsenstrahl, er macht übertrieben viel Schaden in der Gruppe. Es gibt auch keine Möglichkeit, dem irgendwie zu entgehen, außer ihr habt meinetwegen Magie-Immun oder habt eine Darkness von einem Demon Hunter oder whatever. Das könnt ihr natürlich nutzen, so wie halt die Self-CDs, aber sonst habt ihr da keine Chance und da muss der Heiler halt ordentlich heilen. Ist ein ziemlich großer Heal-Check und da müsst ihr einfach Gas geben. Wenn ihr euch fragt, die
ganzen Hintergrund in meinem Video, ich werde hier extra keine Musik einspielen im Hintergrund, sind mein neues Addon, beziehungsweise auch meine neue Reek Aura, die mir quasi alles anzeigt und mir überall Hinweise gibt im ganzen Spielverlauf, worauf zu achten ist. Wenn ihr da Interesse habt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und ich gucke, dass ich ein Video aufarbeite, wo ich einmal mein Addon vorstelle, also mein Elf UI, wie ich das angelegt habe, meine Reek Aura, welche Addons ihr alle benötigt dafür und wie genau das Ganze funktioniert, beziehungsweise worauf zu achten ist. Das zeige ich euch gerne alles in einem separaten Video. Wenn Interesse besteht, lasst mich das gerne wissen. Genau, der Boss ist dann eigentlich relativ einfach. Ihr solltet halt gucken, dass hier keine Panzerungsstacks mehr übrig sind, weil dadurch kriegt er Damage Reduce und so könnt ihr halt einfach durchprügeln. Weicht den aus, hier liegen noch so Bomben, da solltet ihr natürlich nicht zu nah rangehen, weil die sonst explodieren. Und sonst ist das Ganze relativ easy und wenn ihr den Boss besiegt habt, werdet ihr automatisch in die Mitte gezogen und einfach nach unten gerollt im unteren Teil des Schrottplatzes, sag ich mal, also hier in der, ja, es heißt ja in der Werkstatt. So, wenn ihr hier runterlauft, habt ihr hier mehrere Ads, die gespielt werden müssen. Als Range-DD seid ihr hier am besten ganz weit weg und als Melee-DD passt ihr auf, denn die Ads, also es sind so Roboter, haben Frontals. Und diesen Frontals müsst ihr entgehen. Ihr seht hier diese Wirbelstürme im Hintergrund. Müsst ihr mal drauf achten, denen heißt es zu entgehen und auch den Ads von dem Affix heißt es auch zu entgehen. Ich habe in meinen anderen Guides ganz viel zu den Affixen gesagt, deswegen guckt euch am besten alle meine 6 Guides an und ich werde das in diesem Guide einmal überspringen, wo ich was zu den Affixen sage, was genau die Affixe können und worauf zu achten ist. Guckt da gerne auch meine anderen Guides, da erkläre ich es einfach in jedem Video und da könnt ihr euch gerne nochmal zuhören. So, wenn wir jetzt hier im Hintergrund gucken, hier ist lebender Müll. Das sind Ads, die müssen sterben und wenn sie sterben, casten sie eine Fähigkeit, instabiler Abfall. Und wenn ihr da drin stehen bleibt, dann kriegt ihr halt eine Menge Schaden. Wie könnt ihr dem entgehen? Ihr müsst einfach LOSen, zum Beispiel hier links, wo ich gerade mit der Maus drüber gehe. Hier könnt ihr euch einfach hinstellen, dann habt ihr keinen Blick auf diese Müllhaufen oder ihr stellt euch hinter diese Säulen. Also LOSen, auf Englisch Line of Sight, einfach irgendwo zwischenstellen, dass quasi ihr das Target nicht ancasten könnt und ihr auch auf der anderen Seite nicht angecastet werden könnt. Danach haben wir wieder diese Müllverarbeitungseinheit, wenn man da drin steht, so wie zum Beispiel der Paladin, wird man da ordentlich weggesnackt und nochmal so ein paar Müllhaufen, das Ganze in Kombination macht eine Menge Schaden und ist sehr, sehr böse, also geht da ruhig raus, beziehungsweise stellt euch hier hinter die Säule, um dem Ganzen zu entgehen. Ja, das waren dann auch schon die Ads, die Richtung zweiten Boss kommen. Ich spule nochmal kurz vor. Hier haben wir nochmal den Mini-Affix-Boss, der hat hier die 3 Fähigkeiten Blutsog, wo ihr das Schild runterhauen müsst. Wenn das Schild runtergehauen ist, müsst ihr hier einmal kicken. Dann hat er einmal die Fähigkeit Schatteneruption, wo er so eine lilane Fläche um sich castet. Da müsst ihr rausgehen, sonst kriegt ihr eine Menge Schaden. Und er kann eine Fledermaus beschwören, die gestunt werden muss, weil es sonst extrem weil sonst wird ein Spieler aus eurer Gruppe übernommen und der ist dann halt tot. Also nicht gut. Wenn ihr den besiegt habt, kommt ihr auch zum zweiten Boss. Ich spule dafür einmal vor. Es wird zu weit. Und der zweite Boss ist so ein Hund, Kuyo. Und der Boss ist eigentlich nicht schwer, aber wenn man was falsch macht, ist Swipe. Er wirft immer wieder Boxen auf Spieler nach unten, den müssen die Spieler ausweichen. Helft da gerne eurem Heiler, wenn ich jetzt hier stehe und der Tank auf der anderen Seite. Hier sind Mücken, die nerven mich gerade extrem. Cool. Also wenn wir hier stehen und der Tank auf der anderen Seite, können wir ihn nicht heilen. Deswegen guckt, dass ihr es dem Heiler nicht zu schwer macht. Und gerne immer mal wieder nicht euch hinter der Kiste versteckt, gerade als Tank. So, wenn die Kiste runtergeht, castet ihr irgendwann die Fähigkeit Flammen ablassen. Und da müsst ihr dann auf der anderen Seite der Kiste stehen, also wieder LOSen vom Boss her, weil sonst gibt es eine Menge Schaden. Ihr seht es gleich irgendwann beim Mage, ich glaube, der ist dann gestorben oder fast gestorben. Der hat halt eine Menge Schaden bekommen und achtet auch darauf, ich spule nochmal kurz zurück. Wir haben hier hinter der Kiste die Earthquake bekommen. Achtet darauf, dass ihr nicht zusammensteht oder zu sehr, weil es hat mich halt fast getötet.
So, nächste Fähigkeit ist, der Tank bekommt einen Debuff drauf. Der muss natürlich sehr schnell dispelled werden, weil er eine Menge Schaden macht. Und ihr seht, diese Kiste ist jetzt rot, heißt, bei der nächsten Fähigkeit, bei dem nächsten Flammenablassen, wird die Kiste explodieren bzw. kaputt gehen und ihr könnt euch da nicht mehr hinterstellen, also generell nicht, immer hinter die frische Kiste stellen. Und dann kommen wir auch zur letzten Fähigkeit, explosiver Sprung. Zwei, drei oder vier Spieler, ich weiß gar nicht bis zu wie vielen das geht, haben so einen Totenkopfmark über sich und das Hündchen springt dann von Spieler zu Spieler. Wenn ich jetzt hier mit meinem Spieler zu nah an der frischen Kiste stehen würde und der Hund auf mich springt, wird die Kiste auch rot. Und beim nächsten Flammenablassen haben wir nichts mehr, wo wir uns hinstellen können und werden wipen. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Dafür haben wir am Ende noch mal einen anderen kleinen Fehler gesehen, den ich euch zeigen werde. Und ich kann ein paar Mücken fangen. Flammen ablassen, wieder dahinter gehen. Ist halt relativ easy. Ich spule deswegen mal vor. Das Ganze wiederholt sich alles. Jetzt Richtung Ende des Fights haben wir eine Möglichkeit. Ach, eine Möglichkeit, eine Sache. Wir haben hier den explosiven Sprung. Ihr seht, dass wir drei hier relativ nah aneinander stehen. Das sollte nicht passieren, denn der Sprung macht AOE-Schaden. Und so kriegt erstmal hier nur der Mage. Ich move ein bisschen nach rechts, weil ich halt nicht getroffen werden möchte. Und währenddessen springt der Hund zum Hunter. Ich habe hier auch Schaden bekommen durch den Hunter. Und dann move ich nach links. Gott sei Dank, der Hund springt zu mir und ich sterbe. Ist natürlich nicht so nice. Wir haben Gott sei Dank, na, wir hatten gar keinen Battle Rats. Ich bin einfach tot und die Gruppe muss halt alleine machen. Nachdem der Boss dann besiegt war, wurde ich dann geretzt. Und das Ganze geht weiter. So, wenn wir jetzt hier angekommen sind, nach dem Boss, gibt es hier so eine Art Minispiel. Und zwar müsst ihr mit eurer kompletten Gruppe hier so ein Fließband hochlaufen. Ja, auch keine große Sache eigentlich. Ihr müsst hier hochlaufen und müsst gucken. Hier sind überall so Düsen. Diese speien Feuer. Und wenn ihr in dem Feuer steht, kriegt ihr Schaden. Deswegen wartet, wenn diese Düsen Feuer speien sollten, ab, dass sie euch treffen. Wenn jetzt ein Spieler schon vor allen Spielern durch ist, ich glaube, der Demon Hunter war es bei uns mit seiner Flugfähigkeit, der kann hier hinten am Ende diesen Knopf betätigen und wenn der Knopf betätigt wurde, dann hören die Dinger auf, Feuer zu spucken und es gibt kein Problem mehr für die Leute, die noch da drauf sind. Also die müssen nicht mehr darauf achten, können einfach durchlaufen. So, nachdem wir das gemacht haben, kommen wir zur kleinen Mini-Mech-City, so nenne ich sie mal. Hier sind nämlich ganz viele Mech-Bürger, die Angst vor euch haben, sage ich mal, und euch es auch mit dem Kampf, im Kampf mit euch aufnehmen. Und der König Mechagon, gegen den ihr ja quasi im Fight seid, der beschwört dann seine Wachen. Und die Wachenphase geht, glaube ich, 3 Wachen lang, wenn ich mich nicht irre, oder 3 Adds lang. Erst habt ihr ganz kleine Adds, die sind halt relativ schwer zu tanken. Ich weiß gar nicht, ob sie Random Aggro haben oder nicht. Und halt diese Flächen, die dann kommen, wo ihr rauslaufen müsst. Das Ganze natürlich wieder ein bisschen heilintensiver. Also die Gruppe hochheilen und guckt, dass keiner stirbt als Heiler und als DDs denkt er noch Safe CDs und macht ordentlich Schaden, damit die Phase schnell vorbeigeht. So, wenn ihr jetzt die ersten Wachen besiegt habt, kommen jetzt die zweiten Wachen und zwar die Verteidigungsmaschinen. Hier auch einfach wieder Schaden machen. Ich glaube, die cleaven und machen so ein paar Flächen vor sich. Da kann ich aber nicht so viel zu sagen, weil ich halt Healer bin und das er im Nahkampf ist und ich nicht so sehr im Nahkampf bin. Ihr seht, hier sind diese pulsierenden Flächen. Da solltet ihr natürlich rausgehen und generell, wenn die im Nahkampf irgendwie was casten, wie den überladenen Stromschlag, haltet Abstand vom Tank und stellt euch ein bisschen hinter die Adds, damit ihr nicht getroffen werdet, falls es cleaved. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn ihr die Verteidigungsbots besiegt habt, dann kommt auch schon der dritte, nennen wir es mal Miniboss. Der auch wieder neue Fähigkeiten mit sich bringt. Einmal kurz abwarten. Hier, der Verteidigungsbot 3 hat noch Kurzschießen, das macht eine Menge DD-Schaden. Und jetzt kommt der neueste Prototyp, der nochmal ein ganz anderes Kit an Fähigkeiten mitbringt. Und zwar kann er einen Strahl nach vorne schießen. Den werdet ihr gleich sehen. Er kann Raketen schießen, den ihr ausweichen müsst. Und gerade bei diesem Strahl nach vorne, das ist relativ schwer zu sehen. Da müsst ihr raus, sonst werdet ihr gesilenced und bekommt halt Schaden. Und er kann Kondensatorenentladung. Man sieht es sehr, sehr schlecht. Es sind immer 3/4 ein bisschen blau angehaucht. Hier, jetzt ist es frei. Da müsst ihr dann reinlaufen. Gerade wenn man hier so ein bisschen steht, kann man es ein bisschen besser sehen. Also hier dieser Bereich, der ist frei. Da müsst ihr euch reinbewegen. Und das Ganze
Hoppala, jetzt habe ich vorgespult aus Versehen. Das Ganze wird dreimal wiederholt, also danach hier reinlaufen und als drittes Mal dann hier oben. Und danach sollte der Boss auch liegen. Wenn ihr in den Flächen zu oft drin steht, seid ihr tot. Und wie gesagt, ihr werdet halt gesilenced, gerade wenn ihr Heiler oder Tank seid, natürlich nicht so nett. Und natürlich auch, wenn ihr DD seid, nicht cool gesilenced sein, weil dann fehlt halt einfach Schaden. So, kommen wir zur nächsten Aufgabe, und zwar wird jetzt ein kleiner Parcours gelaufen. Wenn ihr jetzt hier hochlauft, durch dieses kleine Häuslein hindurch, kommen die Aufpassbots, so nenne ich sie mal. Und zwar, wenn ihr hier in diese Flächen reinlauft, dann werdet ihr zurückgeportet. Und hier gibt es eine Route, die ihr laufen müsst. Ihr stellt euch quasi hinter den ersten Bot in den Nebel, wartet, bis hier die drei Bots euch einen Weg lassen oder blinkt euch einfach drüber mit der Nightfee-Fähigkeit oder auch als Magier könnt ihr einfach da drüber springen. Wenn ihr das beides nicht habt, dann müsst ihr warten, bis euch hier eine Lücke preisgegeben wird. Da lauft ihr dann wieder durch, stellt euch dann in den nächsten Nebel. Immer wenn ihr in diesem Nebel seid, also versteckt, könnt ihr nicht aufgedeckt werden. So, jetzt gleich öffnet sich hier ein Weg, durch den ihr auch laufen müsst. Das ist immer der gleiche Weg in jedem Dungeon. Ihr stellt euch hier zwischen, könnt aber auch da vorne warten, habt es ein bisschen schwerer und lauft dann quasi hier einmal durch die Lücke und dann hier links an diesem Bot vorbei. Ihr seht es gleich bei mir, hier links ganz knapp dran vorbei. Da müsst ihr euch beeilen, weil das geht relativ schnell. Dann habt ihr hier noch eine Ad-Gruppe, die wird gespielt, die ist auch nicht so schwer, auch wieder ordentlich heilen. Hier kommen das erste Mal diese Schutzkuppeln. Wenn Ads da drin stehen, kriegen sie 75% weniger Schaden. Und wenn ihr euch da reinstellt, bekommt ihr auch 75% weniger Schaden. Also macht euch das gerne zunutze, indem ihr euch da reinstellt, wenn es mal brenzlig wird. Oder wenn irgendwelche größeren Fights sind. Diese Kuppeln kommen jetzt noch an weiteren Ad-Stellen in der Ini. Also guckt, dass ihr euch das Ganze ein bisschen zunutze machen könnt. So, kommen wir nun zum nächsten Boss. Und der Boss ist sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen kompliziert, aber es passiert sehr viel und es passiert immer mehr. Am Anfang passiert relativ wenig, ihr habt den Boss, da könnt ihr was draufhauen, da solltet ihr auch auf jeden Fall Kampfrausch zünden und eure CDs und der Boss macht diese Zahnräder. Der beschwört immer mehr von denen, deswegen wird es auch immer anstrengender und in denen solltet ihr nicht stehen. So, dann beschwört er noch seine Pflanzen, da sagt er immer, jetzt blüht euch was, dann beschwört er seine Pflanze, die müssen gefokust werden, das sind so kleine Kanonen, die auf die Gruppe schießen und Schaden machen, also sobald diese Pflanzen entstehen, direkt die Pflanzen fokussen und draufgehen. So, als dritte Fähigkeit haben wir hier so einen Flammenstrahl, versteckte Flammenkanone. Das ist an dem Ding in der Mitte, hier diese Kanonen, die laden sich quasi auf und dann drehen sie sich im Kreis und jeder Spieler, der getroffen wird, kriegt einen Debuff, der extrem viel Schaden macht und sehr, sehr hart runter tickt. Ihr seht, der Parler kriegt den Debuff jetzt gleich ab und er ist quasi tot. Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten, ich glaube, hier war es. Er hat keine Chance irgendwie zu überleben. Und deshalb, ihr müsst allem ausweichen. Ihr müsst den Zahnrädern ausweichen, die sich bewegen. Es werden immer mehr. Ihr müsst den Flammenstrahlen und ihr müsst halt auf die Blumen achten. Ich sprühe es mal ein bisschen vor, um das einfach mal ein bisschen zu zeigen, wie viel es am Ende wird. Ja, und diesen roten Flächen müsst ihr natürlich auch ausweichen. Also ihr habt hier immer mehr Sachen, die halt kommen und Schaden machen. Ihr seht, wir haben hier inzwischen schon 7 von diesen Rädern rumbouncen oder 8, ich weiß es gerade gar nicht. Da müsst ihr auf jeden Fall ausweichen, denn sonst habt ihr ein echtes Problem. Ja, wenn ihr den Boss dann besiegt habt, geht es weiter hier einmal hoch. Hier sind 2 Ads, die müssen besiegt werden. Und wenn ihr die besiegt habt, verwandelt oder wird ein Ad quasi in eine Flugmaschine umgewandelt oder es kommt eine Flugmaschine, wie auch immer. Hier runter, in die müsst ihr dann gehen, um in den nächsten Abschnitt zu springen, wo ich auch wieder spulen werde. Hier ist jetzt so ein kleiner Weg nach oben. Hier haben wir diese 2 oder mehrere von diesen Flächen, wo ihr euch reinstellen könnt und die und Verteidigungsbots, die ihr auslöschen müsst. Hier müsst ihr auch wieder aufpassen. Hier kommt nämlich eine Menge Schaden rein. Also auch hier gerne Self-CDs zünden und den Healer unterstützen und als Healer auch gerne mal einen Cooldown ziehen und ordentlich pumpen. So, jetzt gehen wir weiter nach oben. Hier ist noch ein Pack. Ihr seht, wir haben 100% erreicht und jetzt, wenn man einen Warlock hat, kann dieser Warlock theoretisch das Ganze hier mit einem Portal skippen, indem er hier ganz links an den Rand ein bisschen erhöht ein Portal stellt, das dann hier oben auf diese Brücke geht, also quasi an dem Pack vorbei und ihr könnt darüber fliegen. Wir haben leider keinen Warlock in der Gruppe, deswegen kann ich das Ganze nicht zeigen, leider.
aber ist, glaube ich, halb so wild, denn ja, ihr wisst, wie das funktioniert jetzt. Ihr müsst das Portal hier hinstellen, quasi, also ein bisschen vor diesem Absatz, also hier so hin, und es muss hier rüber gehen, sodass die Gruppe da so rüberspringen kann. Das Ganze ist ein bisschen fummelig. Ich würde euch raten, wenn ihr das Ganze nicht wisst, wie es geht, gebt es einfach bei YouTube ein, da gibt es ganz viele Guides zu, guckt euch das an. Ich werde hier nicht näher drauf eingehen, weil ich halt kein Warlock bin und das Ganze auch nicht zeigen kann. Und wir haben dieses Pack einfach gespielt. Und nach diesem Pack kommen wir dann hier zum Endboss. Und das ist König Mechagon, das ist der Endboss der ganzen Inni. Der kann übrigens auch einen Mount droppen, meine ich. Und zwar das, wo er drin sitzt, wenn ich mich nicht irre. Oder das. Nee, das Mount gab es beim Schrottplatz, also im ersten Teil. Ich weiß gar nicht, ob er es hier auch nochmal droppen kann. Auf jeden Fall müsst ihr die Lufteinheit besiegen und nebenbei den Kugeln und generell den ganzen Fähigkeiten ausweichen. So, ich gehe nochmal kurz zurück. Erste Fähigkeit, ihr habt hier vier Kugeln und die vier Kugeln bewegen sich immer auf einen gezeigten Bereich. Ich spule mal kurz vor. Beziehungsweise ich lasse es mal kurz laufen. Ihr seht, jetzt kommen hier vier blaue Bereiche und die Kugeln haben so Pfeile. Und diese Kugeln fliegen zu den Bereichen, wo sie hinzeigen, und machen auf dem Weg Schaden und auch Einschlagsschaden. Ist natürlich sehr, sehr kompliziert, weil vier Kugeln, da muss man echt Überblick haben und das fällt mir zum Beispiel recht schwer. Deswegen guckt, dass ihr da irgendwie euch eingrooven könnt und ausweichen. So, dann habt ihr noch eine Fähigkeit Gigaschock, die schießt auf einen Spieler, der ausgewählt wird, und der kriegt halt Schaden und die kriegt einen Debuff oben, dass ihr für jeden weiteren Gigaschock, den ihr abbekommt, 100% mehr Schaden bekommt, was euch in dem Fall dann töten würde. Also da auch abgehen. Und die dritte Fähigkeit ist Abflug. Da fliegt ihr nach oben, macht so einen Strahl nach unten, den ihr dann natürlich ausweichen müsst. Auch wieder keine nette Sache, diesem Strahl auszuweichen. Also hier auch wieder ordentlich laufen, dass ihr da nicht getroffen werdet. Ja, das ist die erste Phase von dem Boss. Die ist eigentlich gar nicht so schwer. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich gucke gerade mal, warum ist denn meine. Gerade gesehen, mein Bildschirm ist runtergeschoben, also im Video. Ich habe das gerade hochgeschoben. Ist jetzt leider im ganzen Video nicht gewesen, aber da oben ist eigentlich eh nichts, was ihr bemerken solltet. Ja, ich habe es jetzt mal gemacht, da könnt ihr meine Buffs sehen, etc. Falls euch interessiert. Falls nicht, ist das Ganze auch nicht so wild. So, gehen wir zum nächsten Step. Wenn wir den hier besiegt haben, die Fähigkeiten habe ich ja gerade erklärt, verwandelt sich der Gute in einen großen Roboter. Also er packt nochmal sein großes Teil aus und das ist dieser Roboter. Hier sollte Kampfrausch gezogen werden in der Phase, wenn ihr Kampfrausch habt. Und hier kommt nochmal einiges dazu. Ihr habt weiterhin die blauen Bälle. Und der Gigaschock, ihr seht ihn hier, macht jetzt einen Strahl hinter den ganzen Spieler komplett. Heißt, wenn ihr hier vorne getroffen werdet und hinten noch ein Target trefft, dann ist das Target hinten im schlechtesten Fall tot, weil er den Gigastrahl dreimal hintereinander castet. Und wenn halt ein Spieler, abgesehen vom Tank, den Strahl zweimal abbekommt, ist er in der Regel tot, je nachdem, wie hoch der Ki ist. Also Gigastrahl ausweichen sowie den blauen Flächen. Erstmal am Anfang dieses Fights. So, und dann natürlich ordentlich Schaden machen, weil ihr müsst den Boss besiegen. Da ordentlich Gas geben und Schaden machen. Und als dritte Fähigkeit, die ihr quasi beachten müsst, ist so eine Art Ansaugung. Und zwar macht ihr diesen Magneten, der jetzt links zu sehen ist. Da dürft ihr nicht reingezogen werden, weil sonst kriegt ihr eine Menge, Menge Schaden. Also da auch ordentlich gegen anlaufen oder einen Eisblock zünden zur Not, eine Schildkröte, was auch immer. Genau, das ist auch sehr, sehr hart und das war es eigentlich dann auch schon mit dem Boss. Es hört sich jetzt gerade sehr einfach an, aber ich sage euch, das Ganze ist sehr, sehr schwer, also passt da auf jeden Fall auf. So, ich spule jetzt mal eben vor. Hier zum Beispiel am Ende wurden ich und der Mage, ich habe es nicht mitbekommen, direkt neben mich ist so ein komischer Magnet hingestellt worden. Die kommen auch ganz, ganz schwierig zu sehen. Also jetzt kommt diese Kugelphase und währenddessen fliegt dieser Magnet innerhalb von einer Sekunde hier rüber und steht auf einmal direkt neben mir, saugt mich ran. Und wenn ich dann am Magnet dran bin, ist halt tot, bin ich tot, genau wie unser Magier auch. Gott sei Dank hatten wir eine gute Gruppe und der Tank und die beiden Ladies haben es alleine hinbekommen und das Ganze haben wir dann noch in Time geschafft auf plus 2. Wenn ihr diesen besiegt habt, den Roboter, kommt der König selber noch raus. Den könnt ihr dann einfach umhauen. Der ist ganz, ganz einfach, hat wenig Leben
und kriegt sehr viel Schaden, kann selber keine Fähigkeiten, die ich jetzt wüsste, und macht auch eine Menge oder macht auch nicht viel Schaden. Wie gesagt, danach der Key abgeschlossen. Hier steht eine Truhe und das war's auch schon mit dem Key. Ja, ich hoffe, der Guide hat euch gefallen und bringt euch weiter. Wenn dem so ist, gebt doch gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und lasst auch gerne einen Kommentar da, falls ihr Fragen habt oder Anregungen. Schreibt sie natürlich auch in die Kommentarbox. Und wenn ihr den Guide, wenn euch der Guide gefallen hat, lasst es mich doch gerne wissen. Ich lese mir jedes Kommentar durch und freue mich auch über jedes Kommentar, denn das pusht auch mein Video vor dem Algorithmus und da könnt ihr mir aktiv helfen. Und wenn ihr mir nochmal helfen wollt, dann könnt ihr mir zwei Gefallen tun. Der erste, lasst ein Abo auf meinem Kanal da. Es wird sehr viel Content in Zukunft kommen, auch zu Dragonfly, zu anderen Spielen. Also lasst ein Abo auf meinem Kanal da und guckt auch meiner Beschreibung. Da findet ihr einige Sachen, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal. Geht da drauf, lasst ein Follow da. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.